Sarvangasana – Wirkung und Nutzen des Schulterstandes. Schulterstand Sarvangasana gehört zu den wichtigsten Asanas. Sie ist die zweite der Asanas der Yoga-Vidya-Grundreihe. Sarvangasana – eine wichtige Übung. Ich möchte dir über die Wirkung des Schulterstandes erzählen. Dies ist kein Übungsvideo. Übungsvideos zum Schulterstand haben wir natürlich auch auf unseren Internetseiten. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Schulterstand ist also die zweite der Yoga-Vidya-Asanas, der Yoga-Vidya-Grundreihe. Schulterstand hat viele verschiedene Wirkungen. Ich möchte sprechen über die körperlichen, die energetischen, die geistig-psychischen und die spirituellen Wirkungen des Schulterstandes. Körperliche Wirkungen des Schulterstandes. Schulterstand ist eine Übung, wo du auf den Schultern stehst. Der Nacken und der oberen Rücken werden gedehnt. Und das ist etwas sehr Gutes für die Gesundheit von Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Du bist so alt, wie du flexibel bist, lautet eines der vielen Sprichwörter. Und gerade die Wirbelsäule ist besonders wichtig. Es gab mal eine Zeit, da hieß es, dass man die Wirbelsäule nicht zu sehr dehnen müsse. Aber im Zuge der sogenannten neuen Rückenschule und auch im Zuge des Faszientrainings hat man festgestellt, dass das Dehnen der Wirbelsäule wichtig ist. Es ist wichtig, die Wirbelsäule nach vorne zu dehnen, nach hinten zu dehnen, zur Seite zu drehen und auch seitlich zu beugen. Das, was die Yogis seit Jahrhunderten wussten, ist etwas, was seit dem Jahr 2010 wieder vermehrt in den Blickwinkel der Öffentlichkeit kommt. Natürlich gibt es auch Kontraindikationen für den Schulterstand. Wer einen Bandscheibenvorfall hat oder schwerere Probleme der Halswirbelsäule, wird zunächst mal nicht den klassischen Schulterstand machen, vielleicht nur den gestützten Schulterstand, also ein oder zwei Kissen nehmen, Kreuzbein draufgeben und die Brustwirbelsäule bleibt am Boden. Das kann für viele gut sein. Aber wenn du eine normale Gesundheit hast, Schulterstand wird dir helfen, auch langfristig gesund zu bleiben. Schulterstand, also eine gute Übung für die Flexibilität von Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule, gute sanfte Dehnung auch der Bandscheiben in diesem Bereich, auch sehr gut für die Flexibilität der Zwischenwirbelgelenke, eine gute Dehnung für das hintere Längsband der Wirbelsäule und eben auch für die Bänder und Muskeln im Nacken und im oberen Rücken. Also diese Dehnung ist etwas sehr Gutes. Schulterstand stärkt natürlich auch die Armmuskeln, insbesondere stärkt der Schulterstand natürlich den Bizeps, weil du ja den Rücken gerade halten willst und auch ein paar der Brustmuskeln müssen arbeiten, wenn du dich mit den Händen aufrecht halten willst, gerade halten willst. Auch die Unterarmmuskeln sind etwas gefordert. So ist also der Schulterstand auch eine Übung, die bestimmte Muskeln stärkt, andere dehnt. Schulterstand hilft auch für den Kreislauf. Im Schulterstand sind die Beine und der Bauch höher als das Herz. So fließt das venöse Blut vermehrt zurück zum Herzen. Indem das venöse Blut vermehrt zum Herzen zurückfließt, wird das Herz mehr gedehnt und muss sich besser zusammenziehen. So wird die Fließgeschwindigkeit des Blutes im Schulterstand erhöht. Das hilft, dass Nährstoffe vermehrt zu allen Organen kommen, auch zu den Muskeln und anderen Zellen kommen. Schulterstand wirkt so regenerierend, verjüngend und auch heilend. Weil man im Yoga, den Asanas, die man länger hält, den Organismus in die Entspannungsreaktion bringt, ist der Körper also im Reparaturmodus, im Regenerationsmodus. Das verbunden mit einer erhöhten Fließgeschwindigkeit des Blutes führt also dazu, dass mehr Nährstoffe in die Organe kommen, in die Zellen kommen, dass
Abbauprodukte besser ausgeschieden werden können und dass auch der Körper alles hat, was er braucht, um Krankheiten zu heilen. So ist also der Schulterstand verjüngend, regenerierend, heilend insgesamt für den Körper als Ganzes. Der Schulterstand hilft auch, dass das Kreislaufsystem sich besser regeneriert. Schulterstand ist natürlich gut für die Venen. Das venöse Blut kommt mehr zurück. Es ist gut gegen Wasseransammlung in den Beinen, gut gegen Ödeme. Schulterstand ist auch etwas Gutes für die Arterien, weil der Körper lernt, die Arterien selektiv zu erweitern oder zu verengen. Damit das Blut bis in die Füße hochkommt, gerade wenn du den Schulterstand ein paar Minuten hältst, müssen die Arterien der Beine sich vermehrt öffnen und auch dieser peristaltische Zusammenziehen der Arterienwände bei jedem Herzschlag muss auch so sein, dass das Blut gut in die Füße hinkommt. Das hilft insgesamt der Blutdruckregulation und beugt Arteriosklerose vor. Beugt auch insbesondere Thrombosen in Füßen und Waden vor. Menschen, die regelmäßig Schulterstand üben, haben weniger zu leiden unter Bluthochdruck, Arteriosklerose und ihre Folgen. Schulterstand ist auch eine Umkehrstellung für die Bauchorgane. Und so ist Schulterstand eine gute Übung für alle Bauchorgane. Natürlich zum einen kann das venöse Blut der Bauchorgane vermehrt zum Herzen hinfließen, so bekommen die Bauchorgane mehr frisches Blut. Aber durch die Umkehrwirkung der Schwerkraft ist es zum Beispiel etwas Gutes gegen Senkmagen, es ist gut gegen Probleme im Darm, es ist gut gegen Probleme in der Leber, Nieren und Geschlechtsorgane. Also alle Bauchorgane bekommen auch im Schulterstand eine sanfte Massage, weil du ja im Schulterstand sehr tief atmest. Auch das sehr gut für die Bauchorgane. Du bist in der Umkehrhaltung und das ist auch etwas Gutes für die Lungen. Du kannst im Schulterstand eigentlich nur mit dem Bauch atmen und so ist der Schulterstand ausgezeichnet, um die Bauchatmung zu lernen und zu vertiefen. Schulterstand ist auch eine gute Übung für die Schilddrüse. Die Schilddrüse bekommt eine sanfte Massage und diese sanfte Massage der Schilddrüse hilft, dass die Schilddrüsenfunktion normalisiert wird. Ich kenne einige Menschen, die eine Schilddrüsenüberfunktion hatten und wo auch die Schilddrüse etwas in Probleme gekommen ist und wo der Arzt ihnen geraten hat, sie sollten eine Operation machen. Sie haben dann ein halbes Jahr den Schulterstand etwas länger gehalten, 5 bis 8 Minuten jeden Tag, und nach einem halben Jahr hatten sie eine normale Schilddrüsenfunktion. Wenn du also Schilddrüsenprobleme hast, bevor du eine OP machst, probiere ruhig mal aus, längere Zeit Schulterstand, Pflug und Fisch zu üben. Schulterstand kann aber auch zu niedrige Schilddrüsenfunktion erhöhen und kann auch vorbeugend sein gegen Hashimoto-Thyreoiditis, also Entzündungen der Schilddrüse. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Asanas alle Krankheiten heilen. Aber ein Versuch ist es wert, es auszuprobieren, vielleicht in Absprache mit deinem Arzt. Schulterstand gilt auch als gut für die Geschlechtsorgane, insbesondere für die weiblichen Geschlechtsorgane. Schulterstand dehnt also, wenn ich darauf nochmal eingehen will, Longissimus, den Rückenstrecker, Trapezius, den Kapuzenmuskel und die Nackenmuskeln. Energetische Wirkung von Sarvangasana. Sarvangasana ist eine der wirkungsvollsten Übungen auf das Prana überhaupt. Svatmarama, der Autor der Hatha Yoga Pradipika, lobpreist den Schulterstand als Viparita Karani Mudra in vielen Versen, in ganz außergewöhnlichen Worten. Er sagt, dass diese Umkehrübung das Sonnengeflecht regeneriert und das Mondzentrum regeneriert. Mondzentrum ist näher an der Erde, wird regeneriert, Sonne wird regeneriert. Und so wirkt Schulterstand sehr verjüngend. Ich habe an einer anderen Stelle etwas mehr über diese mystische Bedeutung von Sonnengeflecht und Stirn gesprochen.
Also Sonnenenergie wird stärker, Mondenergie wird stärker, regenerierend, verjüngend. Schulterstand öffnet auch die Sushumna, den feinstofflichen Energiekanal in der Wirbelsäule. Schulterstand verbessert Agni und damit das Verdauungsfeuer. Schulterstand aktiviert aber vor allen Dingen Vishuddha Chakra. Vishuddha ist das Chakra der besonderen Reinheit. Vishuddha Chakra reguliert auch den Energielevel, was übrigens auch die Schilddrüse macht. Indem du den Schulterstand übst, können Ida und Pingala in Harmonie kommen und kann sich die Sushumna öffnen. Es wird sogar gesagt, wenn du ausreichend lang den Schulterstand hältst, dann kann die Kundalini erwachen und du kannst in Samadhi fallen. Svatmarama empfiehlt sogar Viparita Karani Mudra, die Umkehrstellung, bis zu 3 Stunden zu halten. Ist natürlich eine lange Zeit, aber soll ausdrücken, wenn dein Körper es mitmacht, langes Halten ist energetisch sehr gut. Viparita Karani Mudra ist ein Name für die Stellung, Sarvangasana eine andere. Sarvangasana heißt auch die Stellung, Asana, von allen Sarva-Angas-Teilen. Schulterstand Sarvangasana wirkt auf alle Teile, wirkt auf alle Teile des Körpers, insbesondere da ja die Schilddrüse wichtig ist für die Energie des ganzen Körpers und weil auch der Kreislauf wichtig ist für den ganzen Körper, wirkt Sarvangasana über Schilddrüsenhormone und über Kreislaufharmonisierung auf den ganzen Körper. Sarvangasana wirkt aber auch auf das ganze Energiesystem. Die ganze Sushumna wird geöffnet, Sonnen- und Mondenergie werden geöffnet und Sarvangasana wirkt auch psychisch. Schulterstand und seine Wirkungen auf die Psyche. Schulterstand gilt als die Königin der Asanas, so wie der Kopfstand der König der Asana ist. Im Schulterstand ist der Kopf leicht gebeugt, was wie eine Demutshaltung ist, aber die Schultern sind fest am Boden. So ähnlich findest du in der griechischen Mythologie den Riesen Atlas, der das Himmelsgewölbe trägt. So trägst du im Schulterstand die Erde. Und das symbolisiert das Annehmen. Indem du etwas annimmst, wirst du zum Herrscher, zur Herrscherin. Wenn du etwas ständig bekämpfst, wirst du letztlich zum Sklaven. Wenn du aber etwas annimmst und freundlich annimmst, dann wirst du zum Herrscher. Und so gilt es, Sarvangasana alles anzunehmen. Es gilt, dass du dich selbst annimmst mit all deinen Fähigkeiten und auch mit deinen Schwächen, auch auf der relativen Ebene. Und es gilt auch, deine Mitmenschen anzunehmen in all ihren Fähigkeiten und Schwächen. Es gilt, dein Schicksal anzunehmen in Sarva, in allen Angas, in allen Teilen. Und es gilt, die Aufgaben anzunehmen, die du hast. So ist Sarvangasana die Stellung von Annahme, alles annehmen. Und indem du alles annimmst, kannst du es beherrschen. Und indem du alles annimmst, wirst du zur Königin. So kannst du dein Leben gut gestalten, kannst du dein Karma gut leben, kannst du gute Erfahrungen machen und in Frieden leben mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, mit der Natur, mit deinen Aufgaben, letztlich mit Gott. Ja, soweit zum Sarvangasana, zum Schulterstand. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Schnitt Nanda. Wenn du Ergänzungen hast zu den Wirkungen des Schulterstandes oder Fragen, dann schreib doch etwas in die Kommentare. Wenn du findest, dass dieser Vortrag für andere hilfreich ist, dann teile diesen Vortrag doch in deinem sozialen Netzwerk. Danke dir. Übrigens, wir haben bei Yoga Vidya auch eine Reihe von Übungsvideos zum Schulterstand, wo du sowohl siehst, wie du in den Schulterstand hineinkommst, wo du Variationen des Schulterstandes findest und was du machen kannst, wenn du den klassischen Schulterstand vielleicht doch nicht machen kannst. Dort findest du auch Kontraindikationen des Schulterstandes beschrieben.
Und auf unseren Yoga-Vidya-Seiten findest du auch Seiten mit Fotos vom Schulterstand, verschiedener Variationen. Und wenn du den Schulterstand genauer lernen willst, dann mach doch mal eine Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Dort lernst du alle Asanas sehr gründlich kennen. Dies ist nämlich auch ein Schulungsvideo im Rahmen der Yoga-Vidya-Yogalehrerausbildung. Dies ist auch ein Video aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name nochmal Sukadev. Und alle Informationen und die vielen Übungsvideos zum Schulterstand und auch Internetseiten mit Fotos zum Schulterstand auf www.yoga-vidya.de. Und zum Abschluss will ich dreimal Om sagen und ein Mantra wiederholen. Om. 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 Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute, Narayani Namostute. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shavishnadevananda Maharaj Ki Jai. Om Shanti.